Was geht ab, meine lieben Minecraft-Freunde? Willkommen zu einem neuen Video hier auf DKS Offizial. Ich bin hier gerade in einer Welt und ich habe hier gerade ein bisschen Ausschau gehalten nach einem Shader. Und ja, ich bin auf jeden Fall auf die Suche gegangen. Ich habe sehr lange gebraucht, um einen zu finden. Und ich kann euch stolz mitteilen, dass ich einen Shader gefunden habe ohne RTX, so wie sich das manche gewünscht haben in meinem letzten Video. Übrigens aus dem letzten Video, das habe ich leider nicht draufgeschrieben, das war ein RTX-Shader. Und ja, deswegen konnten viele den nicht gebrauchen, sage ich mal. Mit diesem Video will ich einmal diesem entgegenwirken und ja, dieser Shader ist wirklich für alle, sage ich mal, auf der Bedrock Edition verfügbar und es klappt, sonst wäre ich ja nicht DKS. Ja, Freunde, wollt ihr mal einen kleinen Zaubertrick sehen, bevor wir anfangen? Und zwar, passt mal auf, ihr seht ja jetzt das Fernrohr hier in meiner Hand und ich kann das einfach verschwinden lassen, passt auf. Ja gut, wir fangen an mit dem Intro. Viel Spaß. Ach ja, Freunde, was eine schöne Welt. Nur es geht schöner. Man kann natürlich einen Shader benutzen, was ja auch sehr beliebt ist in Minecraft, gerade hier auf der Bedrock Edition, wo es gerade auch so schwer ist. Oha, zwei Creeper auf einmal. Ja, auf jeden Fall, wo waren wir stehen geblieben jetzt gerade? Ja, auf jeden Fall ist es schwer, in der Bedrock Edition, sage ich mal, einen Shader zu finden, der wirklich funktioniert, weil immer wieder sind die dann auf einmal, sage ich mal, kaputt, gehen nicht mehr und ja. Ich habe jetzt was gefunden, was wirklich sehr cool ist, Freunde, ihr glaubt es nicht. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass ich ja mal einen Shader präsentiert habe, den SP2G Shader. Das Video ist auch nochmal hier rechts eingeblendet, damit ihr wisst, was ich meine. Und zwar sage ich es immer wieder, es ist auch schön, wenn ein Shader nicht nur, sage ich mal, die Grafik schöner macht, sondern wenn der Shader auch irgendwas zur Bewegung beiträgt. Zum Beispiel jetzt hier die Blätter, wäre natürlich schön, wenn die sich bewegen. Oder die Blumen hier, die wir hier direkt nebenan haben. Der Shader ist unten verlinkt, kostenlos und... ja, da gibt es eigentlich nichts zu sagen. Den könnt ihr einfach runterladen, ganz einfach. Und ich werde euch jetzt erstmal den Shader präsentieren. Merkt euch auf jeden Fall, wie die Welt jetzt aussieht, damit ihr das gleich vergleichen könnt. Dann gehen wir mal aus dem Spiel erstmal wieder raus. Zu den Namen der Welt brauche ich jetzt, glaube ich, nichts sagen. So, wir gehen jetzt aber hier auf Ressourcenpakete und jetzt zeige ich euch was. Und zwar gehen wir auf dieses Paket, das wird direkt in Minecraft eingefügt, wenn ihr den sozusagen dem Download folgt, den ich euch in die Videobeschreibung gepackt habe. Wie gesagt, wenn ihr dann theoretisch das runterladen solltet, dann ist diese Datei direkt bei euch in Minecraft drin. Ihr werdet direkt in Minecraft sozusagen reingeschmissen und ja. Wir gehen natürlich dann auf den Wandshader, auch lustiger Name. Ich habe mich nämlich wirklich gefragt, wann finde ich einen Shader? Und dann kam der Wandshader. Ihr müsst nichts weiteres aktivieren, kein Raytracing, wie gesagt, oder irgendwie experimentelle Welt. Und ihr seht, Freunde, das Gras wackelt. So, hier sehen wir auch, dass die Pflanzen sich bewegen. Guckt mal ganz genau hin. Oh, ich bin ein bisschen zu nah. Die bewegen sich auch. Im Endeffekt bewegen sich aber auch die Bäume. Und ihr seht, Freunde, das ist ja echt cool, dass es nicht mehr so aussieht, als wäre da hinten das Ende. Das ist natürlich eine Sache, die ist sehr wichtig. Gerade dann, wenn man Minecraft spielt. Wenn das so aussieht, habe ich gar keine Lust, irgendwie Minecraft zu spielen. Und der Shader verändert das schon sehr gut, muss ich sagen. Natürlich ist der Shader hier nicht vergleichbar mit dem, den ich vorher gezeigt habe. Raytracing ist halt eine Einstellung, die halt nur High-End-PCs hinbekommen. Sprich, halt meiner schafft das zum Teil auch gar nicht erst, obwohl ich eigentlich einen recht guten habe. Und deswegen ist es vielleicht auch besser, wenn man so einen Shader benutzt. So, jetzt gehen wir nochmal zum Wasser. Gucken mal, wie das Wasser aussieht. Und guckt euch das mal an. Ich finde, dass der Shader wirklich nicht schlecht ist. Also das Wasser, so wie es aussieht, und wenn ich jetzt mal reingehe, dann sieht es auch nicht schlecht aus. Ja, ich muss sagen, es wird mittlerweile auch schon wieder Nacht. Von daher machen wir das Video jetzt auch gar nicht lange. Und ja, ich muss nämlich nach Hause. Sonst begegne ich gleich noch jemanden. Da haben wir schon den ersten. Da hinten noch mehr. Oh nein, Freunde, es wird Zeit. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr konntet mit diesem Shader was anfangen. Ich denke mal schon. Ich habe ihn ja extra ausgetestet von ungefähr 200 Stück, die ich mir reingezogen habe, sage ich mal. Und viel Spaß mit dem Shader, Freunde. Bis nächste Woche.